Seven vs. Wild, das Projekt? Nein, eher der Kinofilm, welcher YouTube Deutschland momentan fest im Griff hat. Worum es in diesem Projekt geht? Hartes Überleben natürlich. Nee, mach ich nicht mit. Das Ganze sogar für 7 Tage. Naja, für manche vielleicht auch nur 5 Minuten, aber das ist ein anderes Thema. Bevor ich aber weiter labere, möchte ich eine ganz klare Spoilerwarnung aussprechen. Von der 1. bis zur 6. Folge wird hier gespoilert. Wer also noch einige Folgen schauen möchte, sollte lieber hier abschalten. Dass 7 Tage in der Wildnis zu überleben eine harte Sache ist, sollte ja klar sein. Während einige Kandidaten jeden Baum und Stein im Walde umdrehen, lässt sich der andere es auch mal ganz gemütlich angehen. Also jeden Tag kümmere ich mich um mein Bett. Das ist... Da kann auch schon mal von dem einen oder anderen Döner geträumt werden. Ich hab vorhin, kurz habe ich schon nur Augen zugemacht, ich hab vom Döner geträumt. Kleiner Spoiler, ich glaube in der nächsten Folge wird's dann Eistee sein. Kleines Update aus der Zukunft, ich habe gerade die Folge 7 gesehen und es waren tatsächlich Spaghetti und Cheeseburger. Shelter undicht, kein Essen und ein ungemütliches Bett hält einen dann auch nicht davon ab, trotzdem Betttage einzuplanen. Schlaf ist ja auch gesund, würde ich mal sagen. Ich find's wirklich geil, wie Fritz und die anderen richtige Projekte angehen und sich wirklich den Arsch aufreißen. Das teilweise auch wortwörtlich, aber dazu kommen wir gleich. Dann springt die Sicht auf Chris rüber. Oh, mein Bett. Das ist so ungemütlich, mir ist langweilig und das macht mir echt zu schaffen. Ich sehne mich so nach einem Döner. Aber während Chris mit seinem Scheinproblem stark zu kämpfen hat, haben andere Teilnehmer wirkliche Probleme wie Fritz' verseuchtes Arschloch. Der scheißt erstmal in irgendeine versuffte Ritze rein und kippt sich dann noch das bakterieninfizierte Dreckswasser ins Loch. Aber was raus muss, muss raus, nicht wahr? The place to shit in the woods, my friends. Und wenn der Shit mal not rauskommt, dann hilft auch das Messer. Dann kannst du einfach auch mal zwischenschneiden. Aber es ist auch schön zu sehen, dass so jeder seine eigene Herangehensweise hat. Jeder macht kein großes Thema, wenn es um den Stuhlgang geht, aber Fritz dokumentiert es einfach mal ausführlicher als meine Deutscharbeiten und gibt uns passenderweise dazu noch einen Shit-Guide. Mama, ich möchte mich abholen lassen, mir geht's nicht gut. Ich liebe diese Stelle, ich würde es mir gerne einrahmen und so über den Kamin hängen. In Minute da und da sind Stimmen zu hören, das muss Fake sein. Leute, habt mal nicht so viel Sand in der Mumu und stempelt nicht alles sofort als Fake ab, solange ihr kein Statement oder sonstiges erhalten habt. Euch tut der Aluhelm wirklich nicht mehr gut. Als ob Fritz so lange ein Herzensprojekt plant, 7 voneinander unabhängige Leute einlädt und alle bei einem Fake mitmachen würden. Falls Fritz sich dieses Video jetzt gerade im Stream anguckt, was ziemlich unwahrscheinlich ist, kann er ja auch vielleicht erklären, wieso diese Vorwürfe alle falsch sind. Aber um es kurz zu fassen, man hat an bestimmten Stellen in den Videos wohl Stimmen von anderen Personen gehört und sogar angeblich mal ein Boot von den Jungs im Hintergrund. Ich kann zwar das Statement leider nicht mehr finden, warum auch immer, aber ich glaube es war so, dass an manchen Stellen im Video Audio drüber gespielt wird von Naturgeräuschen, weil die Kameras dies ab und zu nicht gut aufgezeichnet haben oder halt wenn mal wirklich absolute Stille herrscht. Diese sind, soweit ich aber weiß, selber aufgenommen und man hat wohl nicht darauf geachtet, ob mal Leute zwischendurch gesprochen haben. Sprich, das ist alles auf einen Schnittfehler zurückzuführen. Das ist ein Grund, warum man Stimmen hört. Zudem hätten die Teilnehmer ja wohl ziemlich sicher reagiert, wenn sie auf einmal Leute hören aus dem Nichts. So, ihr seid quasi live dabei. Oh yes. Aber man kann ganz klar sehen, wie sie einfach ohne zu zögern weitermachen, als wäre nichts. Die Stelle mit dem angeblichen Boot ist dann schon ein bisschen anders. Man kann es nicht zu 100% ausschließen. Aber da es eine so verdammt schlechte Qualität hat und man wirklich nur so ganz leicht etwas hinter dem Baum hervorkommen sieht, kann man hier wirklich von allem ausgehen. Sei es Treibholz, eine Palette, ein Stein oder einfach sonst was. Aber dann gibt es Leute, die sofort sagen, das ist ein Boot, 100% fake. Das ist echt traurig. Und mal angenommen, es wäre ein Boot, das ist immer noch ein Fluss und kein Privatgelände, wo sich keiner aufhalten darf. Ah, meine Höhle brennt ja ab. Ja, da soll ich mal lieber gucken, was da so abgeht. Ah gut, ist nur ein halber Waldbrand. Alltag. Jetzt fehlt nur noch so ein Aufguss und der hat eine Sauna. Wirklich, wie kann man so gelassen sein in dieser Situation? Ich hätte alles gepackt und wäre gesprintet. Das Holz ist gut. Ja, sieht man. Die Blaubeeren ballern richtig rein bei Fritz. Ich liebe dieses Bild, oh mein Gott. Ich frage mich eigentlich, was die Jungs sich dachten, wenn sie die Teilnehmer komplett nackt manchmal sehen und das minutenlang. Das auch nur die Szenen in den Videos. Wer weiß, wie lange sie sich das wirklich geben mussten. Heidekrautknospen sollen ja bekanntlich die oder Blüten die Stimmung heben. Fabi hat einfach die Drogen der Natur gefunden. Schmeckt einfach nur grün. Der fängt sogar schon an, Farben zu schmecken. Alle, die ein Hygieneset mitgenommen haben, müssen sich doch oft doof vorkommen, wenn sie sehen, wie Fabio einfach Kohle isst und einfach alles andere, was er findet. Ah, ich habe vielleicht ein bisschen viel Birkenrinde reingemacht.
Alter Fritz, das ist keine Fackel mehr, sondern Pfosten. Erinnert mich ein bisschen an diese Aussichtsposten von Assassin's Creed. Der Versuch war übrigens ungültig, weil Fritz nicht richtig gelesen hatte und somit die Maße falsch waren. Der Moment, wenn du richtig bemerkst, dass du verkackt hast. Fritz hat die Challenge trotzdem noch mit Abstand gewonnen, weil er einfach eine neue gebaut hat. Ey, gebt euch wirklich einfach mal diesen Abstand zu den anderen, das ist wirklich heftig. Seven vs. Wild, Gegenstände abgeben, Folge 6. Fabio, well, yes, but actually no. Er hat dafür 10 Punkte bekommen, weil er ja nur mit 2 Gegenständen ins Projekt gestartet ist. Aber schon geil, wie Fabio auf dem Thumbnail einfach so deprimiert aussieht, als hätte er einfach ein richtiges Problem jetzt. Ich weiß nicht, von was das ist, aber ich höre da oben die ganze Zeit ein komisches Geräusch. Okay, das erinnert mich, dieses Geräusch, an junge Bären aus Kanada. Bommel vermisst seinen Käse für die Preisebären. Aber da sieht man auch mal, dass die Einsamkeit wirklich sehr, sehr krass auf die Psyche belastet. Bye bye, Bitches! Scheiße! Oh. Bei diesem Sprung hätte so viel schief gehen können und man kann von Glück reden, dass ihm wirklich nichts passiert ist. Aber einfach geil, wie er Bye Bye Bitches ruft und sich kurz darauf richtig hinlegt. Obwohl Chris zu diesem Zeitpunkt noch kein Bett hatte, schafft er es trotzdem zu pennen. Okay, zum Abschluss will ich noch mal ein paar saugeile Kommentare vorlesen. Ich befürchte, Chris fliegt als nächstes raus, weil er sich mit dem Notfall-Handy einen Döner bestellt. Chris, ich knabber mal an diesem Pilz. Etwas später, ich höre irgendwelche Stimmen. Hättest lieber nicht so viel an dem Birkenpilz knabbern sollen. Fritz baut sich richtig auf, wenn ich eine Feuergrube. Fabio, eine Höhle brennt. Fritz, ich verbrenne alle Fischreste, damit ich nichts anlocke. Auch Fritz. Endlich eine Schauer, in der die Abstandsregeln eingehalten werden. Tag 1, Chris schläft am Stein. Tag 2, nee, ich trinke morgen mehr, bleib lieber liegen. Tag 3, heute wird ein richtiger Betttag. Ey Chris, absolute Legende, wirklich. Wenn Chris Shelter umfallen würde, würde er bis zum Ende des Projekts drunter liegen bleiben, um Kalorien zu sparen. Wir wollen die Folgen im Kinoformat filmen und schneiden. Fritz. Oh, ey, ich dachte, ihr piekt mir was am Sack. Also egal, was in den nächsten Folgen noch kommt, das war sowieso schon das ganze Highlight des Projektes, wirklich. Ich dachte, ihr piekt mir was am Sack.